Herzlich willkommen zur DVD über die schottische Partie. Die schottische Partie hat eine lange Historie. Es finden sich Turnierpartien, die bis zu 200 Jahre alt sind. Viele bekannte Meister wählten die schottische Partie als Eröffnung. Diese entsteht nach den Zügen E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4, E mal D4, Springer D4. In der jüngeren Zeit hat Garry Kasparov die schottische Partie wieder salonfähig gemacht, hat sie in die allerhöchste Turnierpraxis eingeführt und beachtliche Erfolge mit ihr errungen. In den Kapiteln auf dieser DVD zeigen wir auch einige ganz interessante und wirklich bedeutungsvolle Partien von Garry Kasparov. Und also wir besprechen die, analysieren die, schätzen ihren theoretischen Wert ein. Und natürlich findet sich hier auch die ein oder andere neue Anregung für den Zuhörer. Ich selber habe auch oft in meinen Weißpartien die schottische Partie angewendet, mit unterschiedlichen Erfolgen. Auch von mir zeige ich einige Ideen auf dieser DVD. Jetzt aber schon zum Inhalt. Hier auf dieser DVD besprechen wir also die schottische Partie. Ich möchte ganz kurz hier zum Verständnis dieser Stellung, also D4, hier schottisch, E mal D4. Und jetzt könnte Weiß natürlich auch den Zug Läufer C4 spielen. Das ist das schottische Gambit. Schottisches Gambit ist nicht Thema auf dieser DVD. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Zug Springer schlägt D4. Einen kleinen Exkurs allerdings habe ich hier zu seltenen dritten Zügen. Zum Beispiel der Zug D6 oder aber auch der Zug Springer F6. Dazu finden sich ein paar Kommentare und Anregungen in den Anfangsclips. Alle anderen Clips natürlich zu dieser Hauptvariante nach viertens Springer schlägt D4. Gut, gleich im Anschluss an das Intro gibt es ein Kapitel über historische Partien. Partien, die teilweise bis zu 200 Jahre alt sind und aber auch heute noch interessante Eröffnungsideen und Muster bieten, die jetzt, selbst in unserer Zeit, noch Relevanz haben. Im Anschluss an die historischen Partien findet sich die Steinitz-Variante. Die Steinitz-Variante galt früher als sehr gefährlich für den Weißen, denn Schwarz nutzt die im Moment schlechte Deckung des weißen Zentrums aus, um mit Dame H4 den Bauern E4 anzugreifen. Das ist ein ganz interessanter Damenausfall und tatsächlich, also Wilhelm Steinitz, nachdem diese Variante benannt ist, hat diesen Zug oft angewandt. Und naja, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis man verstanden hat, wie Weiß auf diesen Damenzug erfolgreich reagiert. Zum Steinitz-System habe ich zahlreiche Clips und Partien, denn hier muss Weiß die Theorie auch genau kennen, und um dann, falls Weiß die Theorie genau kennt, wirklich eine sehr gute Stellung zu erreichen. Ja, gleich im Anschluss an das Steinitz-System findet sich die Hauptvariante mit Springer F6 natürlich und die Hauptvariante mit dem Zug Läufer C5. Ja, das unsere beiden Hauptvarianten, auf die natürlich ein Großteil dieser DVD übergehen. Springer F6 und Läufer C5, die am meisten gespielten Züge in dieser Stellung. Ja, und naja, alternativ seltenere vierte Züge gibt es natürlich auch, betrachten wir auch. Also da fängt es an, zum Beispiel mit dem sehr überraschenden Zug Läufer B4 Schach. Auch dieser Zug mit einigen Kapiteln besehen. Und naja, hier, wie gesagt, die ganz typischen Ideen für Weiß wiederholen sich natürlich in allen Varianten irgendwie und typische Muster versuche ich immer herauszustellen und zu erklären.
Ja, der Zugspringer F6, auf den ich einen Großteil des Eröffnungsteils verwende, ist der Zug, weshalb das Schottisch in der Historie einmal so eine, naja, Ebbe durchlebte, die Verflachungstendenz, die sich hier nach Springer F6 scheinbar ergibt, hat der schottischen Partie vor knapp 100 Jahren ihre Popularität geraubt, denn man war der Meinung, dass nach dem schottischen Vierspringerspiel, Springer C3, Läufer B4, hier eine große Verflachung entsteht und Schwarz keinerlei Probleme hat. Das mag sogar richtig sein, jedoch kann Weiß anders spielen. Auch das schottische Vierspringerspiel wird nur ganz kurz am Rande hier betrachtet, spielt für unsere Eröffnungs-DVD mit dem Repertoirevorschlag für Weiß also keine Rolle. Natürlich gehe ich hier hauptsächlich auf die Mises-Variante ein. Mises hat versucht, vor etwas mehr als 100 Jahren diese Spielweise für Weiß populär zu machen. Es ist ihm nicht ganz gelungen, hat aber dann die Vorlage geliefert für Garri Kasparow, der in seinem Weltmeisterschaftskampf gegen Anatoli Karpow 1990 auf das Schottisch zurückgriff und Schottisch mit hervorragenden strategischen Ideen praktisch wiederbelebt hat. Und viele dieser Ideen finden sich tatsächlich in den alten Partien. Wie gesagt, ein bisschen eine Modernisierung und schon sind diese Ideen auf einmal doch bis an unsere heutige Zeit in die Weltspitze hinein gespielt. Und ja, die Idee immer klar, Weiß versucht langanhaltenden strategischen Vorteil zu erzielen wegen der besseren Bauernstruktur. Ja, das ist ein großes Thema hier im Springer F6 Kapitel, auf das wir viel, viel Zeit verwenden werden. Ja, wie gesagt, Läufer C5, auch hier der Repertoirevorschlag, Springer schlägt C6, dazu dann einige ganz typische und interessante Partien, wie gesagt, die seltenen Züge im vierten Zug, das gehört ja dazu mit Weiß, man muss seltene Züge wissen, muss vorbereitet sein auf alles Mögliche, klar, deshalb gehört das zum Programm mit dazu. Und naja, im Anschluss habe ich drei Kapitel, wie die großen Meister der schottischen Partie diese Eröffnung spielen. Allen voran Garri Kasparow spielt schottisch. Gute Partien von Kasparow natürlich. Dann ganz aktuell Magnus Carlsen spielt schottisch. Carlsen hat schottisch auch im Eröffnungsprogramm, hat einige wirklich ganz neue und typische Ideen dazu entwickelt. Er ja mit einem ganz anderen Herangehen an seine Eröffnung als Garri Kasparow. Magnus Carlsen interpretiert Schottisch auch als Eröffnung, wo er einen langanhaltenden Vorteil haben kann, den er durchaus mit ins Endspiel nimmt. Und dann noch ein Kapitel, der russische Großmeister Jan Nepomniachtchi, ein Spieler der Top Ten, hat Schottisch im Programm und sehr, sehr pointiert jetzt starke, aggressive Varianten. Dazu zeige ich mehrere Partien, wie er wirklich einige Spitzenspieler mit Schottisch geschlagen hat. Ja, das beschließt dann diese DVD mit insgesamt über 4 Stunden theoretischen Teil. Sowie im Anschluss findet sich dann noch eine Partie Zug um Zug. Da werden dann Lehrinhalte abgefragt, sowie ein großer Taktikteil. Taktik ist ja in der schottischen Partie eine große Rolle. Da Weiß schnelle Entwicklung hat, hat er natürlich auch viele taktische Möglichkeiten. Gut, jetzt aber genug der Vorrede und steigen wir gleich ein in den theoretischen Teil. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser DVD und natürlich viel Erfolg später mit Schottisch.